Bereit für einen fetten Wissensboost? Guten Morgen! Wie entsteht eigentlich Durst? Und was passiert dabei in unserem Körper? Der Wassergehalt des Körpers beträgt etwa 60% und wird mit großer Genauigkeit vom Körper konstant gehalten. Er variiert maximal um 0,22% des Körpergewichtes. Ist krass, oder? Wir reden hier von Wassergehalt. Also nicht, was gerade in der Blase oder in dem Magen rumschwimmt. Wenn das Wasser in unserem Körper um mehr als 0,5% sinkt, entsteht Durst. Durst ist ein massives Bedürfnis innerhalb unserer Bedürfnishierarchie. Nur drohendes Ersticken und Schmerzen übertreffen Durst im Fokus des Gehirns. Früher hat man gedacht, dass die Trockenheit des Munds ja Auslöser für den Durst ist, aber mittlerweile weiß man, dass es nur eine Begleiterscheinung ist, da weniger Speichel aufgrund der generellen Wassernot gebildet wird. Aber wie realisieren wir überhaupt Durst? Wie erkennen wir, dass wir durstig sind? Was passiert dann im Körper und warum trinken viele Menschen einfach chronisch zu wenig und überleben trotzdem, obwohl es doch offensichtlich so wichtig wäre, viel zu trinken? Zum einen gibt es primäres Trinken und es gibt sekundäres Trinken. Primäres Trinken ist ein konkreter Bedarf des Körpers, um ein nicht vorhandenes Wasserniveau wiederherzustellen. Das sekundäre Trinken, das ist nicht konkret notwendig. Man trinkt einfach, weil es schmeckt oder weil man es sich angewöhnt hat oder weil man es gelesen hat, dass es gesund sei. Da gibt es ja verschiedene Empfehlungen von 2 bis 3 Litern am Tag. Aber Durst, wie ich es heute mit dir behandeln möchte, bezieht sich auf einen konkreten Bedarf. Wer errechnet den Bedarf und steuert entsprechend den Durst und vor allem, was passiert im Körper? Das Durstzentrum. Ja, das gibt es tatsächlich und es ist im Hypothalamus zu finden. Das ist ein Teil unseres Kopfes bzw. des Gehirns. Dieses misst die Flüssigkeit im Körper und signalisiert Durst. Wie macht er das? Also unser Gehirn spricht ja nicht mit uns kommunikativ. Die Stimme, die du manchmal hörst und natürlich auch im Hirn gebildet wird und mit dir spricht, das ist nicht dein physiologisches Gehirn, sondern das ist nur die Summe der Erfahrungen und Einsichten des Unterbewusstseins. Die kommen auch manchmal. Die können dir zum Beispiel sagen, hey, pass auf, du solltest generell mehr trinken. Ich habe da ein paar interessante Artikel gelesen und War Spirit abonniert und der sagt auch immer viel, viel trinken. Ne? So, das wäre aber dann das sekundäre Trinken. Aber unser Durstzentrum im Hypothalamus, das sorgt dafür, dass wir merken, also dass wir ganz konkret merken in diesem Moment, dass wir Wasser brauchen und muss irgendwie mit uns kommunizieren und dafür sorgen, dass wir das Wasser bekommen. Sofort. Primäres Trinken. Und das passiert über das vegetative Nervensystem. Nerven werden aktiviert und lösen das Durstgefühl dann in uns auf. Dann produziert der Hypothalamus hier oben ein Hormon. Vasopressin, kurz ADH, antidiuretisches Hormon, was dann aus dem Urin, da unten kann ich euch jetzt nicht zeigen, Wasser extrahiert. Dieses Hormon wird eben im Hypothalamus produziert und dann erstmal ganz gechillt in den Hypophysen Hinterlappen abgelegt, um dann eben bedarfsgerecht in das Blut abgegeben zu werden. Passiert meistens nachts, deswegen müssen wir nachts eigentlich nicht so auf Toilette. Und dann natürlich auch genau in der Menge, wie es benötigt wird. Also Hypothalamus realisiert Durst, produziert ADH und was dann Wasser aus dem Urin holt. Okay, aber wer kommuniziert dem Hypothalamus, dass wir Wasser brauchen? Das passiert mittels Rezeptoren. Das Prinzip eines Rezeptors, was im Endeffekt, das, ja, wenn das eine Nervenphase ist, so das Ende ist, ist, dass die Reize, die von außen kommen, aufgenommen werden und gegebenenfalls dann zur Aktivierung dieses Nervens dann führen und, ja, und dann hier hinten dann irgendeine Reaktion rauskommt und der nächste Nerv realisiert wird. Es gibt 2 Rezeptoren, die bei dem Durst eine Rolle spielen. Das ist der Osmoserezeptor und das ist der Volumenrezeptor. Der Osmoserezeptor wird dann aktiviert, wenn eine entsprechende Konzentration ausgehend eines Elektrolytgefälles unter einen gewissen Wert fällt. Der Volumenrezeptor ist ein Rezeptor, der im Herzvorhof dann aktiviert wird, wenn Arterien und Venen aufgrund eines Volumenmangels ausgehend eines Wassermangels schrumpfen. Daher spricht man dann auch von Dehnungsrezeptoren, die das dann realisieren. Also der Körper hat quasi immer einen Plan B. Wenn die Konzentration nicht gemessen werden kann oder der Körper physisch durch falsche Ernährung nicht in seinem natürlichen Zustand ist, könnte der Körper immer noch Durst empfinden mit der jeweilig anderen Variante. Ist nicht unwichtig, weil ohne Wasser können wir nicht überleben.
Zumindest dann, wenn wir nicht ein komplett rundum erleuchteter Guru am Rand eines Himalayas sind, der von Licht und Liebe leben kann. Naja, der Normalmensch von uns, der wird schon nach einer Woche ziemlich am Torkeln sein. Da besser aber immer gesagt, wenn ein Mensch bewusst zum Beispiel trocken fastet, ne, weil er auf dem Weg zum Lichtkrieger ist, dann kann er wesentlich länger ohne was erleben, als jemand, der das zwangsweise tun muss. Wo da die Grenzen sind, ja, drauf geschissen, weiß ich nicht. Okay, Volumen- und Osmoserezeptor. Realisieren, Wasser ist knapp. Nerven werden aktiviert. Hypothalamus fängt an, ADH zu produzieren, was er in den Hypophysen Hinterlappen ablegt, um es dann ins Blut zu schicken, um Wasser aus dem Urin zu holen. Wunderbar. Aber um dass das ADH Wasser aus dem Urin holen kann, braucht sie erstmal Urin. Und dafür müssen wir trinken. Erstens, machen wir aber oft nicht. Zweitens, warum und was passiert dann physiologisch in unserem Körper? Erinnerst du dich noch, was die zwei Dinge sind, die den Durst nicht spüren lassen? Genau. Drohendes Ersticken und Schmerzen. So schnell erstickt sich nicht, aber chronische Schmerzen aufgrund zum Beispiel von Entzündungsreaktionen sind Alltag in Deutschland. Wer mein Video zu den Entzündungen noch nicht gesehen hat, den verlinke ich das hier oben. Und wer da noch tiefer reingehen will und seine Ernährung wirklich auch makronährstofftechnisch entzündungsarm gestalten will, den empfehle ich mein Buch Low Carb, der teuflische Trend. Alles unten in der Infobox. Für dieses Video nur ganz kurz gesagt, fettreiche Ernährung und tierische Ernährung sind Entzündungsbooster. Aber nicht nur die Ernährung führt zu Entzündungen, daher reicht es auch nicht aus, wenn du gesund werden oder bleiben willst, deine Ernährung zu ändern, sondern es muss auch etwas im Kopf passieren. Und damit meine ich diesmal nicht den Hypothalamus. Entschleunigung. Stress, das ist der absolute Entzündungsfetischist. Vielleicht kennst du das? Du bist auf Arbeit so am Rumackern und am Buckeln, weil du noch die Präsentation oder das Holzstück fertig bekommen willst, dass du gar nicht mitbekommst, dass du eigentlich Durst hast. Aber auch chronische Entzündungen wie bei Autoimmunerkrankungen können dazu führen, dass du einfach keinen Durst verspürst. Und das ist echt scheiße. Denn wenn wir nichts nachschütten, wird unser Blut immer zähflüssiger. Der Blutdruck sinkt. Und der Kreislauf kann das Gehirn nicht mehr ausreichend mit Blut versorgen. Uns wird schwindelig. Wir fühlen uns schwach. Wir haben Schwierigkeiten uns zu konzentrieren. Naja, und irgendwann sterben wir dann. Da macht es durchaus Sinn, wenn du gestresst bist oder dich falsch ernährst, dem sekundären Trinken doch eine gewisse Beachtung zu schenken, um zu überleben. Aber ich würde dir empfehlen, grundsätzlich an deiner mentalen und körperlichen Gesundheit zu arbeiten. Dann hast du weniger das Problem, dass du keinen Durst empfindest. Inspiration findest du hier bei Raw Spirit absolut genug. Abonnieren, Glocke drücken und besser leben. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Bis morgen, dein Samu. Lass mal was trinken.